Moin, liebe Top-Familie da draußen, und damit ein herzliches Willkommen zurück hier auf meinem Kanal und zu einem neuen Serienvideo. Ja, heute geht es mal wieder um eine Serie, nicht um einen Film. Aber ihr könnt ja sehr gerne mal unten in die Kommentare schreiben, hier an dieser Stelle, was für Videos in Sachen Filme und Serien wünscht ihr euch? Worauf soll ich irgendwie reagieren? Oder wo soll ich eher so meine Meinung zu sagen, weil wir hier so mehr so Vorstellungen machen oder Reviews und Meinungen zu Filme und Serien. Also weniger reagieren darauf, dass wir eine Serie gucken, wie wir es ja auch schon aktuell machen, sondern vielmehr, auf welche Serien wollen wir oder Filme wollen wir eingehen? Worüber müssen wir ein Statement abgeben? Wo ist es interessant, gewisse Meinungen auch zu hören? Wo wollt ihr, dass ich meine Meinung vielleicht zu sage? Schreibt sehr gerne da auf jeden Fall Vorschläge in die Kommentare. Ja, heute, zu diesem Zeitpunkt jetzt des Videos, ist der 25. Also der 25. Februar. Wir haben schon fast den März, das ist schon ein bisschen unheimlich, wie schnell schon wieder die Zeit vergeht. Aber das zeigt natürlich auch gleichzeitig, dass natürlich tolle Serien es wieder geben wird. Und eine tolle Serie ist genau gestern gestartet. Ich glaube, das war so letzte, vorletzte Januarwoche, habe ich schon so Infos gelesen, dass es, dass da eine interessante Serie kommen soll. Und von daher reagieren wir doch mal gemeinsam erstmal auf den Trailer, ehe wir auf, die Serie an sich eingehen. Aber so viel soll schon mal gesagt sein. Ein deutscher Schauspieler macht damit. Und gerade deswegen ist diese Serie so interessant, weil es ist ein Charakterschauspieler. Und ich würde sagen, es ist der Schauspieler Deutschlands, der auch international in Hollywood und ich sag mal wirklich auf der ganzen Welt eigentlich bekannt ist. Wir reden hier natürlich nicht über irgendwie, keine Ahnung, Til Schweiger oder so. Nein, wir sprechen hier natürlich über Christoph Waltz. Und deswegen schalten wir mal um und reagieren jetzt auf den Trailer von The Consultant. Ist ja eine Thriller-Serie, würde ich schon sagen. Und gestern startete die Serie tatsächlich auf Prime. Von daher kann ich die euch erstmal nur nahelegen. Und deswegen würde ich sagen, erstmal, bevor ich weiter auf den Inhalt eingehe, reagieren wir auf den Trailer und vielleicht habt ihr dann schon so einen kleinen Vorgeschmack. Hello, can I help you? We work for the most successful mobile game studio in Los Angeles, but suddenly our CEO is gone, and then he arrived. Ich werde es gleich nochmal vorlesen. Ist ja hier natürlich gerade der Official Trailer, deswegen im Englischen. Aber das ist halt hier eben eine Firma, wo eben so, ja, ich glaube, Animationen war das ja oder Spiele ja eben so erstellt werden. Und auf einmal bringt sich der Boss dieser Firma selbst um. Alle Mitarbeiter natürlich so ein bisschen unter Schock, haben ja gerade gesehen, wie er da auch eine Mitarbeiterin eben die Scheibe des Chefs da geputzt hat und dann kam er. Who's the suit? He's a consultant. Good morning, comrades. My job is to observe, to streamline, to improve. For those who work remotely, you have 1 hour to get here or you'll be terminated. He's firing Ian. Sehr interessant, jetzt schon so zu sehen, eben dann die Szene, you have 1 hour. Also wirklich sehr streng, wo man erstmal so denkt, ist ja bestimmt nur ein strenger Chef, ein neuer, der das jetzt übernimmt. Aber da soll ja anscheinend mehr hinterstecken, als wie man denkt. Wie heißt es so schön? Mehr Schein als Sein. Und jetzt hier gerade so diese Szene, wie er hier an den Mitarbeitern
He's firing so Ian. Says he doesn't like the way he smells. Bow genau, your heads. Weil er nicht mag, wie er riecht. And pray for him. Und jetzt beten die für den Tod. How many of these patrons do you think we could fight? Boss. I think I could fight four of them. And you could subdue the remaining three. Excuse me? There's literally nothing online about it. Some other CEO hired Patoff. And he was killed 2 weeks later. What if he's more than just a consultant? What the hell? Stop the car! Breathing too fast. Now breathe with me. In. Sie atmen zu schnell. Breathe in. For sociopath. Some excel under stress. Maybe he's just really good at his job. Some break. This guy. He's not who he pretends to be. I won't be here forever. I'm only the consultant. Ja, meine Lieben, das ist also tatsächlich die Serie. Ja, The Consultant. Mit Christoph Waltz in der Hauptrolle, aber auch mit Brittany O'Grady, Ned Wolf und Amy Carrero. Gestern startete jetzt die Serie und jetzt nochmal so gesehen kurze Zusammenfassung. Worum geht es eigentlich? Erstmal basiert tatsächlich die Serie auf den gleichnamigen Roman des US-amerikanischen Horror- und Thriller-Autors Bentley Little. Und ja, der Titel heißt halt eben auf Deutsch eben The Consultant, der Berater. Und den kann man sich tatsächlich auch als E-Book holen, also das Buch. Falls ihr also ein E-Book habt oder euch das Buch holen wollt, könnt ihr euch das gern machen. Ja, also nach einer geplatzten Fusion gerät die IT-Firma Comprare wirtschaftlich mächtig ins Schwimmen. Weshalb eine Agentur für Unternehmensberatung namens BFG Associates den Auftrag erhält, die Abläufe bei Comprare auf Herz und Nieren zu prüfen und gegebenenfalls Änderungen auch eben zum Besseren vorzunehmen. Das ganze Team macht sich eben Sorgen um seinen Job und eben um die Zukunft, gerade weil man eben nicht weiß, wo es hingeht, eben weil ja eben dann ja auch der Boss dieser Firma von Comprare eben Suizid begann. Und dann kommt auf einmal Regis Petoff. Das ist eben Christoph Waltz, der von BFG geschickte Experte, und der ist alles andere als ein normaler Berater und geht mit ebenso skurril wie radikal anmutende Methoden zu Werke. Also, Spannung ist hier auf jeden Fall garantiert. Es ist eine, denke ich, schon spannende und packende Thriller-Serie. Und gerade Christoph Waltz, ein starker Schauspieler, ein Charakterschauspieler. Wir erinnern uns, falls ihr vielleicht auch den Film gesehen habt, Inglourious Basterds, auch da fand ich ihn schon als Schauspieler unfassbar stark in diesem Film. Ein Meisterwerk, auch dieser Film ist ja von Tarantino. Ja, also ich kann euch diese Serie nur ans Herz legen, wenn ihr auch sagt, ich will mal wieder eine spannende Serie sehen und auch mal wieder mit einem deutschen Schauspieler. Und gerade so eben am Ende des Trailers dieses Grinsen, vielleicht kriege ich das hier nochmal eben so kurz rein, einfach nur so, das ist hier, das hat natürlich schon was. Der Trailer natürlich im Englischen, ich werde euch unten aber in der Beschreibung den Englischen verlinken, falls ihr den Deutschen sehen wollt, dann einfach danach suchen, aber ich wollte mir hier eher den Original-Trailer anschauen. Mache ich tatsächlich manchmal sogar lieber als manchmal die Deutschen, reagiere ich auch drauf, aber jetzt in dem Fall wollte ich auf den Englischen reagieren. Fun Fact hat natürlich hier auch an dieser Stelle von Synchronsprechern, er hat sich natürlich auch selbst eben gesprochen, oder beziehungsweise hat sich selbst eben ja wieder im Deutschen gesprochen. Von daher, ja, ich bin sehr gespannt.
Es wurde auch schon tatsächlich hier bekannt gegeben, die Dreharbeiten begannen im Dezember 21 und bis Mai 22 wurde dann gedreht. Und jetzt kommt halt eben die erste Staffel. Ich hoffe, vielleicht gibt es eine zweite Staffel. I don't know. Jetzt zu diesem Zeitpunkt ist ja schon die Serie da. Von daher, ich freue mich, die Serie selbst zu schauen. Werdet ihr euch sie auch anschauen? Schreibt es gerne unten in die Kommentare hin. Ansonsten war es das hier erstmal mit diesem Video. Ich bin sehr auf eure Meinung gespannt. Werdet ihr euch The Consultant angucken? Auf jeden Fall eine sehr fiese Rolle von eben Christoph Waltz als Regis Petov. Und von daher, ich bin sehr gespannt, wie die Serie sein wird. Aber ich werde sie mir auf jeden Fall angucken. Von daher, gebt doch diesem Video sehr gern einen Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch immer eben zu solchen Videos hier immer benachrichtigt werdet. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und mir bleibt an dieser Stelle nur noch zu sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor, euch noch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal, liebe Top-Familie. Haut rein und tschüss.